Ich meine, spielen die Leute von Apple jetzt dann kein Minecraft mehr, weil sie Microsoft gekauft hat? Hust, hust. Nee, ihr wisst ja, was ich meine. Sollte man ohne Vorurteile erstmal rangehen und warten, wie sich das entwickelt. Und ja, wenn es sich scheiße entwickelt, ich denke mal, Minecraft hat so eine große Community mit richtig, richtig vielen Leuten. Und das bezieht sich ja nicht nur auf die Gamer, das betrifft ja dann die Modder für Texturenpacks, für alles Mögliche, die dann, ja, ich sag mal, eine große Anlaufstelle für Beschwerden haben. Und wenn sich da entsprechend viele beschweren, wird dann Microsoft vielleicht auch mal reagieren. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Wie gesagt, ich versuche das so vorurteilsmäßig wie möglich, also ohne Vorurteile, mal zu nehmen, mal ranzugehen und abzuwarten. Oh. Komm, eine Kartoffel. Wir haben mehr als genug. Ich nehme da lieber, das ist auch schon wieder dann, Koppel. Ich will so viel von dem neuen Stein, wie es geht. Ja, waren wir doch gar nicht so lange unterwegs. Ich dachte, wir sind jetzt erstmal so eine halbe Stunde unterwegs, damit abbauen und Rückweg und so weiter. Und dann haben wir die 600 schon, aber... Ja, so ist das natürlich um einiges einfacher. Ich weiß nicht, was ich in der 600er machen soll. Da muss ich mir jetzt erstmal... Ach, da bin ich auch schon wieder voll. Da muss ich mir jetzt echt erstmal einen Kopf machen, Freunde. So einen richtigen Kopf. Oh. Super. Ah. Wegen 20 Fackeln. Was haben wir denn, was wir noch wegwerfen können? Ein Knochen, komm. Achso, den sammle ich eh gleich wieder ein. Ah, das ist echt schwer. Sehr schwer. Ein Kies, weg. Ich würde ja gerne Umfrage machen, was ihr denn sehen wollt, aber das funktioniert ja wieder nicht hier mit meiner Vorausproduktion. Oh Mann, das ist alles so doof. Entweder bin ich bei einem Special nicht da, weil ich wieder beruflich unterwegs bin, oder ich kann beim Special nicht anwesend sein, weil ich für meine berufliche Abwesenheit produzieren muss. Und ich gehe jetzt erstmal eine Runde pennen. Blöder Kies, weg da. Gute Nacht. Guten Morgen. Na, und eine Zeitrafferfolge, ich weiß auch nicht. Ich meine, es sind 600 Folgen, ne? Das ist eigentlich schon eine Hausnummer. Noch nicht ganz 2 Jahre, aber immerhin. So. Wollen wir uns hier noch ein bisschen umgucken? Ach nee, da haben wir noch mehr. Ha. Hallo, Fintentisch. Boah, so ein Unterwassertempel, die gibt's jetzt... Geh weg da! Die Unterwassertempel gibt's jetzt auch? Ha. Ich glaube, mir ist gerade ein Gedanke gekommen, aber ich weiß noch nicht, ob ich das... Ja, ist auch scheiße, das als Special zu nehmen. Oh Mann. Leute, ich brauche Hilfe. Ich meine, wenn ihr das hier seht, bin ich wahrscheinlich schon lange weg. Obwohl, warte mal, ich habe das 600er kommt... Kommt denn das 600er? November? Oktober? Oh Gott. Ich weiß das Datum gerade nicht. Ach ja, hier schon wieder voll. Granit, Andesit, 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 Diorit. Ah ja. Haben unsere eigene Hühnerfarm. Was haltet ihr denn eigentlich von dem Gedanken? Das könnt ihr mir mal schreiben. Wenn ich quasi das so ein bisschen thematisch hier aufziehe, quasi, dass ich sage, einige von euch kennen ja bestimmt den guten Opa Zeron und seine Chroniken von Hundsgrab. Und da ist jetzt die Frage, wie steht ihr dazu, wenn ich auch so ein bisschen was aus der Richtung übernehme? Also quasi, dass ich sage, alles klar, hier, gucke... er hat ja quasi Bocksprung als Wolle-Lieferant, dass wir sagen, hier machen wir Hühnerhausen, wo halt Hühner leben und so weiter. Oder das ist Schweine-City und lauter so ein Zeug. Dass wir es thematisch ein bisschen aufteilen oder dass wir sagen, alles klar, das ist jetzt hier, keine Ahnung, die Nebelstraße, die führt nach Nebeldorf. Und jedes Dorf hat dann quasi so ein bisschen sein Eigenleben.
ohne irgendwie eine Thematik oder eine bestimmte Rolle in dieser Welt zu spielen. Das könnt ihr mir mal schreiben, weil ich fange jetzt quasi noch nicht damit an, dass ich hier großartig die Umgebung hier auf- und ausbaue. Da habt ihr jetzt quasi noch so ein bisschen Entscheidungsfreiheit. Und ja, je nachdem, wenn natürlich wieder nichts kommt, dann entscheide ich natürlich wieder, wie ich das meine. Super, was schmeißen wir weg? 20 Fackeln. 18 Fackeln. So, aber wir haben bis jetzt ein bisschen wenig Granit, also von diesen Andesit, da haben wir ja jede Menge. Da gibt es hier anscheinend ein bisschen mehr in der Welt, also das ist wahrscheinlich das, was am meisten spawnt. Sicher bin ich mir natürlich nicht, da ich noch keine Erfahrungswerte damit gesammelt habe. Ich vermute es einfach mal. So, das war's auch, was wir hier raushauen konnten. Haben wir denn sonst noch etwas? Ah ja, da oben. Was ist das da oben? Kies. Ach, guck mal, hätte ich mal an die Decke geguckt, ne? Aua, 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 aua. So, der alte Fackeltrick. Super. Ja, mit was bauen wir uns jetzt hoch? Gar nicht. Nein. Komm her. Meine Ressourcen. Nerv. So, pass mal auf. Obwohl, nein. So kommen wir doch auch langsam hoch. Höpp. Höpp. So. Gut, schön, das sieht jetzt zwar dann nicht besonders schön aus, sag ich mal. Aber das ist egal, in der Gegend, obwohl da hinten kommt ja dann irgendwann das Dörflein. Aber dann schauen wir mal, dann können wir ja zur Not hier an dem Berg ein bisschen was machen, weil so eine gerade Kante schaut auch nicht besonders schön aus. Gibt's hier denn noch was? Ach nee, da hatten wir schon was abgebaut. Ging's ja nicht noch irgendwo rein? Nein. Aber da hinten kommen wir, glaube ich, hoch. Und dann können wir uns da noch ein bisschen umgucken. Und dann geht's auch schon wieder nach Hause. Nom, 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 nom. Ah, da ging's rein, gucke. Da können wir nochmal schnell vorbeigucken. Oder haben wir da auch was abgebaut? Hallo? Neue Steinsorten. Schaut mal nicht so aus. Dann gehen wir mal da schnell hoch. Und schauen uns noch ein bisschen um. Wie denn die neue Welt so ist. So, wir befinden uns hier mittlerweile schon in der dritten Folge. Jung, ist das unsere Berge? Ist das Osten? Ost, ja. Das sind unsere Berge, okay. Warte, das ist neu. Dann gehe ich nochmal ein Stückchen in diese Richtung. Da müsste links von uns dann irgendwann Hendricks Dschungel auftauchen. Aber ich dachte echt, es gibt keine Schneebiome mehr. Jetzt mal ohne Witz. Ich dachte, das wird jetzt überall, also in jedem Biom außer Wüste, ab einer bestimmten Höhe erst gemacht. Naja. Was ist denn hier los? Sachen gibt's, die gibt's nicht. So. Ist auch ein schöner Berg. So, dann gucken wir mal, was sich denn hinter diesem Berg befindet. Hep. Ja, ja, wieder mal ein Parcours wie damals bei uns an der Schwarzen Bergfeste, wo wir das erste Mal hochgejumpt sind. Hatten wir auch so eine Art Parcours. Lauter Schafe hier. Aber Hauptsache Bäume. So, jetzt sind wir oben. Da ist auch so ein Schnitt. Ja, Mensch. Guck dir das an. Haben wir hier vielleicht noch irgendwo Granit? Granit ist, glaube ich, das Seltenste, ne? Davon haben wir sehr, sehr wenig. Ein Stack, naja, fast zwei Stacks, aber sehr wenig. Gehe ich nochmal ein Stückchen da lang? Vielleicht finden wir noch was. Ist das ein Schnitt oder ein halber Schnitt?
Kompliziert, kompliziert. So, schauen wir noch mal schnell da rein. Aber hier gibt es auch keine neuen. Oder ist das jetzt Altgebiet? Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht so exakt bestimmen, was jetzt das hier ist. Ich habe da, wie gesagt, da wir nie in der Gegend waren, habe ich nicht die Erfahrungswerte, was neu und alt ist. Ich vermute einfach. Was bin ich für ein Lordregent? Ich kenne nicht mal die Grenzen meiner Lande. Beziehungsweise doch, die Grenzen meiner Lande schon, aber das, was sich in diesen Grenzen befindet. So, gehen wir mal da noch lang. Das müsste Henrys Dschungel sein. Aber wir haben doch nicht so einen dichten Wald bei uns vor der Tür. Da hinten ist eine Wüste. Naja, gut, dann brechen wir auf nach Hause, meine Freunde. Es geht heim. In die Schwarze Bergfeste, wo wir unser Zeug abladen und dann mal abwarten, was es denn als nächstes so für uns zu tun gibt. Aber wir haben zumindest ein klein wenig was entdeckt. Wir haben entdeckt, dass es eine weitere Mine gibt, die unserer Erkundungsfreude guttun wird. Und wir haben entdeckt, dass wir gar nicht so weit von den neuen Gesteinssorten wegleben. Und wir haben die westlichen Westländer entdeckt. Beziehungsweise ein bisschen aufgetan, was sich denn im Westen der Nebellande so befindet. Und wir haben da entdeckt den Bauort für ein neues Dörfeli. Und wie gesagt, nächstes Jahr hoffe ich... Sieht komisch aus. Na aber, hallo! Da hätten wir zum Beispiel wieder Andesit. Na gut. Nächstes Jahr, je nachdem, ich hoffe wirklich sehr, dass ich da... bisschen Freiraum habe, da werde ich dann mit euch zusammen ein paar lustige Sachen machen. Hoffe ich doch sehr. Also ich wünsche es mir auch so ein bisschen. Aber die Planung für nächstes Jahr steht noch nicht fest. Da hat noch keiner drüber entschieden. Also ich werde das sowieso nicht entscheiden. Das machen Leute, die viel, viel mehr Geld wie ich verdienen. Und natürlich sich dann nicht so oft außerhalb der eigenen Heimatgrenzen befinden wie ich. Ah, mein Gott, was willst du machen? Das ist nun mal so. Jeder von uns muss irgendetwas arbeiten. Und ich sag's mal so, ich liebe meine Arbeit. Oh ja. So. Ich kann mich an die Gegend hier sehr, sehr schlecht bis gar nicht erinnern. Jetzt geht's erstmal in die Haia. Gute Nacht. Morgen. So. Was natürlich jetzt schlecht wäre, wenn wir hier jetzt Granit finden würden, weil dann weiß ich nämlich gar nicht, wo ich bin. Es gab nämlich keine Schnittkante. Ich schau mal schnell da rein. Weil da hat nämlich Eisen hervorgelugt. Das will ich haben. Genauso wie die Kohle. Kann ich die noch mitnehmen? Ja. Solange ich mitnehmen kann, nehme ich mit. Wie so ein kleiner Hamster. Wer hat da gelacht? Findest du das witzig oder was? Komm raus! Dann nicht. Versteck dich weiter. So, Osten müsste da so lang sein, glaube ich. Sonne? Ja, Sonne. Alter, haben wir echt so einen verdammt dichten Wald bei uns vor der Tür? Ich glaube es fast nicht. Außerdem müsste ich doch langsam mal hier die Schwarze Bergfeste irgendwo sehen. Wo ist sie? Meine Feste. Ich habe sie verloren. Ich habe sie verzockt. Nein, habe ich nicht, aber... Oh. Das, ist sie nicht. Da, ich sehe die Kuppel. Ich sehe das Dach meiner Feste. Juhu! So, hier ist überall Lehm. Na, Hühnchen. Was ist denn das hier? Aber hallo. Hallo.